Er ist nicht lang, aber dafür Jetzt haben unglaublich wir eine dünn. andere Super Hornet hier. Und hässlich. Sie nannten ihn Erdnuss, zu kurz zum So. Hängen. Psst, klappe jetzt mal kurz hier. Gut. So. Dawson, du darfst jetzt heute mal die Hey, Antworten. da ist Chris Roberts. Was? Was? Wo? Was? Wie? Hier steht Game Developer Chris Roberts, aber das ist wahrscheinlich ein Fake, aber ich beweise es natürlich nicht. Game Dev Chris Roberts, Auf Tatsache. ihn! Back to the Flight Deck. Herzlich willkommen zurück auf dem Crash Academy Channel. Lange, lange ist her. Jetzt gibt es mal wieder ein Let's Play von uns und wir haben eine kleine Crew. Und zwar sind dabei Sawyer, Weasen, Icke der Dozer. Dann haben wir Lazarus Zero und Pyroman. Hey, hey. Hi. Und? Hallo. Hey. Ja, ich habe hier mal auf dem Rio-Seat von der Cutlass Platz genommen. Wir haben eine kleine Patrouille geflogen und dabei hat sich der Blurry bei uns gemeldet. Blurry, was ist denn los bei dir? Hallo, und ich wurde jetzt gerade angegriffen in Jela von Piraten. Ich bin manövrierunfähig. Ich denke mal, die Piraten sind noch in der Nähe, aber ich kann mich nicht mehr bewegen in meiner Conny. Alles klar. Na dann wissen wir ja, wo wir hin müssen, Jungs. Check. Fighter Command, los Gut, geht's. Perfekt. Ich richte mich aus, Kurs liegt an. Pyroman, bist du soweit? Ja. Dann Sprungsequenz einleiten. 4 Sekunden. Und Sprung. Fast simultan. Ja. Wusch, da sind sie weg. Vektor frei. So, wir sind drin. Okay, Manöveralarm. Cutlass springt. Hab dich parallel. Oh. Los geht's. Wusch. Ich hab da oben schon Kontakt, ja. Okay. Ich hab schon die Collie auf dem Schirm, auf 24 Kilometern. Die ist. Steuerbord, Backbord. Backbordseite. Okay. Steuerbord, Entschuldigung, Steuerbord bei dem Oh ja, Nebel. Ich habe auch zwei Kontakte hier. Ja, schau mal einer an, so. Seven Freak. Wir gehen auf Pyroman, wir gehen auf Crew Speed und fangen Seven Freak ab, ja? Versteht ihr? Was hat denn Seven Freak? Ich sehe es ja hier aus nicht. Eine Vanguard ist das. Oh je. Eine Vanguard Warden. Aber er wird die Coin nicht zerstören wollen, die will er ja haben. Deswegen werden wir als zweiter Command den abfangen. Ihr müsst ein bisschen Abstand halten. Mhm. Geh auf Combat Speed. Okay, du, gut, Blurry, wie ist denn jetzt bei dir? Du sitzt noch in der Conny drin? Ja. Okay, alles klar, dann bleib auch erstmal da. Raketen abgefeuert. Ja. Ja. Sehr schön. Und die sind jetzt kurz auf Cruise gehen. Ja, was ist denn unsere Entfernung? Ich werde unter Feuer genommen. 2 Kilometer noch. Oha. Da sind eine Menge Raketen in der Luft. Ja, die Conny hat eine Gunde verloren. Ha? Ich hab dich mal ein bisschen hingedreht, Dozer. Dankeschön. Also die Conny sieht übel aus. Eine Gondel fehlt, zweite ist beschädigt. Pyroman, er fokussiert dich, glaube ich. Ja. So, 5000 Meter, ich bremse ab. Dicht. Weg. Was machen denn diese Raketen? Sind das Rattler-Raketen oder was wurde da abgefeuert? Ich glaube, das waren einfach viele andere Raketen. Ja, das waren meine Raketen, aber die stehen in der Luft rum leider. Oder im Weltraum. Ich erwische ihn ganz gut, aber ich habe nicht genug Feuerkraft mit meinen Badgern und ja, Rentern. Wir sind direkt an der Conny vorbei jetzt. So, ich mach mich mal fertig für den EVA, ja? Iron Man, du musst ausweichen, ne? Wenn du dich da ja. mit der Vulcan Gun würdest. Geht das bei dir? Das geht. So, Blurry, du kannst jetzt aussteigen, wenn du noch in einem Sitz sitzt und mal versuchen, aus dem Schiff rauszukommen. Ja. Dosa wird sich dann da Ja, wir haben ihn ganz gut erwischt gerade. Lazarus, du bist auf Precision jetzt? Nein. Okay, okay, dann geh mal ruhig auf Precision, damit wir Oh! Pyroman hat's erwischt! Bist du ausgestiegen? Nein. Okay, Pyroman ist raus. Okay, Heckluke ist offen. Bin in Position. Okay, dann dreh dich, dann dreh mal die Cutlass um 180 Grad. Ich war gerade im Überflug. Oder du machst einen Überflug, ist auch gut. Es kann sein, dass Sam Freak sich entscheidet, euch anzugreifen, weil er feststellt, dass ich keine wirkliche Gefahr bin. Dozer, wie sieht's aus? Ich bin in Position in der Luke, ich sehe allerdings noch nichts. Ich komme an die Luke, näher mich von der linken Seite, also von der rechten Seite vom Schiff aus. Ich stehe gerade, ich sehe gerade gar nichts. Ja, ich sehe dich. Dick? Sorry. Ja, du bist fast drin. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Das sieht gut aus. Ja. Ja, er kommt ja, rein. Ja, ich hab ihn fast, ich hab ihn fast.
Yes, und er ist drin, alles klar. Ich schließe die Luke. Mach die Luke zu. Jo. Werf mal aufs Klo, leg euch ins Bett. Wow! Ich hau ab. Ich hab ihn erwischt. Hast du ihn erwischt? Ich hab ihn erwischt. Ich hab ihn erwischt. Ich hab ihn mit meiner Tragfläche, glaube ich, einfach weggerammt. Jetzt den Todesstoß. Pass, er ist weg. Okay. Kommt zu euch. Setzt euch mal hin hinten. Und wir machen jetzt mal. Sehr gut. Das hat ja hervorragend geklappt. Ich versuche mal noch in den Turm zu kommen. Er setzt sich hier leider immer wieder in den falschen Sitz. Ja, das war jetzt besser. Bin auf dem Weg in den Turm. Okay, dann Rückflug nach Port Olisar. Wiesen, hast du uns? Weißt du, siehst du uns? Ja, ich bin bei euch. Bin bei euch. Pyroman, bist du ausgestiegen oder wurdest du zerstört? Nein, nein, er hat sich zerstört. Okay, alles klar. Gut, dann wir versuchen es jetzt mal zurückzukommen nach Port Olisar. Ja, mit einem kleinen Sprung über Comrade 306. Okay, bei 306. Eine Sekunde, wo ist denn das? 306, okay, ich hab's. Ich springe vor, ja? Okay, check. Achtung, Sprung. Und weg. Ja, weg ist er. Irgendwie habe ich Schäden am Schiff. Ein Haupttriebwerk ist ausgefallen, wenn ich es richtig erkenne. Aber es steuert sich trotzdem noch ganz gut. Okay. Ist Manövernahme auf der Cutlass. Wir springen. Blurry, bist du unverletzt? In 3. Ja. Okay. Einmal in 2. Gut, ja. Es ist schon cool, dass man jetzt über die Comrades springen muss, um nach Port Olisar zu kommen, ne? So, ich hab euch wieder auf dem Schirm. Dann würde ich sagen, dass ihr diesmal... ja doch, dass ihr diesmal vorspringt. Okay, Manöverlampe auf der Cutlass festhalten. Wir springen in 3. Zack, und weg seid ihr. Uiuiui, das sieht gruselig aus. Willkommen, Manöverlampe beendet. Ich springe auch. Wir sind da. Na, dann bringen wir uns jetzt mal noch sicher runter, Lazarus. Wohin würde ich sagen, ja. Such dir eine Plattform aus. Ja. Oh, ja. Ich würde ja sagen Terminal D. Habe ich auch gerade gedacht, aber irgendwie muss ich einfach bremsen hier. Weil das kann die Karte ist nicht so gut. Das stimmt, ja. Die ist ziemlich wischiwaschi, ne? Ja. Huschi Buschi? Muschi? Ich sag's jetzt nicht. Ich sag's jetzt nicht. Ah, knapp, das hätte fast funktioniert. Leckerflug auf Landepad. Mhm. Oh, nee, das ist Stroud. Was ist? Ich war auf C, nicht auf D. Nehmen wir D. D wie Dozer, finde ich gut. Sollten wir öfter machen. Ja, genau. Und dann Bier auf Arkorb. Geht auf mich. Mhm. Ja, finde ich gut. Das haben wir uns diesmal mal verdient. Ja. Hey, es ist fast... Nee, geht auf mich heute, weil ihr habt nicht geredet, ne? Ja, das nehmen wir doch gerne an. Ja, aber sowas von. Wiesen, du landest gerade oder bist gerade gelandet? Ich warte jetzt, bis ihr hier aufgesetzt seid. Ich bin jetzt hier quasi... bietet mir genau dasselbe Landepad an, was ihr nehmen wollt. Ach nee, ihr landet auf der 6, ne? Yep. Dann schnappe ich mir doch glatt die 7. Bin eingerastet und müsst ihr im Moment aufsetzen. Oh ja, schön. Das sieht so aus. Ich lande auch. Und ich steige aus. Ich auch. So. Ja, hast du den Knopf gefunden? Ja, so. Und ich bin aufgesessen. Na bitte, das hat doch funktioniert. Das war in der Lobby, würde ich sagen. Ja, oder hier so auf der Plattform, oder? Mit auf der Plattform. Achso, du bist ja auch da jetzt, genau. Jo, ich bin auch da. Oder gehen wir gleich rüber ins G-Log. Ja, das wäre jetzt gut, ne? Aber warum eigentlich halt nicht? Lass uns doch rübergehen, oder? Im G-Log treffen? Ja, ja, komm, machen wir das. Guck mal, Leute, ganz kurz bevor wir abhauen, da oben, da ist DM50. Die sieht auch hübsch aus gerade. Oh Gott. Stimmt. Ich dachte, der rammt jetzt gerade. Ja, dachte ich auch gerade. Wow, das war eine beherzte Landung auf jeden Fall. Super, cool. Sehr schön. Aber wer hat denn hier diesen dicken Outlaws-Hut eigentlich an? Ich. Das ist der Lazarus, alles klar. Ja, cool, sehr schön. Gut haben wir das gemacht. Es hat geklappt. Gut, okay, los. High Five gibt's jetzt im G-Log. Ich würde sagen, rüber nach Arkorb. Rüber nach Arkorb, würde ich auch wunderbar sagen. Und jetzt ist die Cutlass weg.
Ich komme angeschult. Aua, ich bin auf den Kopf gefallen. Das ist doch ein hervorragender Schluss, der Weasley. Ich bin begeistert. Ja, Leute, wir hatten hier auf jeden Fall einen Riesenspaß. Wir gehen jetzt ein Bierchen trinken und ich hoffe, Wiesenkatte erholt sich von seinen Kopfschmerzen, bevor er sich neue durch das Bierchen holt. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. War ein kurzes, knackiges Let's Play diesmal für euch. Ja, auf jeden Fall bleibt dran, abonniert unseren Channel, wir freuen uns wahnsinnig darüber. Außerdem liked und disliked die Episode selbstverständlich. Freut euch auf die nächsten Let's Plays und wenn ihr uns direkt als Channel unterstützen wollt, dann könnt ihr mal auf unser Patreon-Profil gehen. Das würde uns auch sehr, sehr freuen. In diesem Sinne, herzlichen Dank, Jungs. Ja, Blurry, war doch mal geklappt diesmal. Danke, danke. Ja, und ich würde sagen, Weezen, Dozer, ich natürlich, Blurry, Pyroman und auch natürlich unsere Gegner Seven Freak und Lindy verabschieden sich jetzt allesamt mit einem gemeinsamen 3, 2, 1 und See you in the deck! Eieiei. Das gibt Kopfschmerzen, Weezen. Haha, erster! Pyroman ist auch gerade aufgeschlagen. Ich sehe das G-Lock schon, ich sehe es schon!